Das ist Martina Reinhardt und ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung an einem Projekt in passiven zusätzlichen Einkommen. So gerade vor ein paar Minuten, Sie haben so sich für Kryptowährungen interessiert, stimmt das? Ja, das war ich. Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Wollen Sie das Geld verdienen? Habe ich verstanden. Ja. Okay, darf ich fragen, was sind Sie von Beruf denn, wenn Sie auch so zusätzlich sich mit dem so Geld verdienen so beschäftigen wollen? Ich arbeite beim Pfarrer, ich mache die Äugle sauber. Was machen Sie? Bei der Kirche. Ach so, bei der Kirche, was machen Sie da? Mit Äugelpfeife alles putzen. Alles sauber? Ja. Und dem Pfarrer? Das ist so eine ganz interessante Arbeit. Ah, dem Pfarrer, sein Pfeif muss ich alles abputzen. Er gibt da Trinkgeld. Aha, hab ich verstanden. Okay, Herr Hitzler, können Sie mir sagen, wie alt sind Sie? Ich bin 63, und du? 63 Jahre alt? Ja. Ich bin 27 Jahre alt, ja? Ja, du hörst dich auch wie Mitte 50. 50? Wirklich? Ja. Sind Sie sicher? Ah ja. Aha, hab ich verstanden. Okay, Herr Hitzler, also sagen Sie mir bitte, okay, wie ist Ihr Vorname denn? Marianne. Okay, hab ich verstanden. Können Sie mir sagen, so, Sie interessieren sich für Kryptowährungen, ja? Ja. Die in der Klingelbeutel gut, geklaut. Gut, warte, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem... Was? Ich sag, da hat heute einer der Klingelbeutel geklaut. Jetzt wollen wir ein bisschen investieren, dass wir neue Pfeifeköpfe kaufen können. Verstehst du? Gut, das freut mich. Wo haben Sie das Geld geklaut? Nein, gestern haben Sie geklaut. Okay, wer hat das Geld geklaut und wo hat man das Geld geklaut? Aus dem Klingelbeutel. Die haben das aus dem Klingelbeutel geklaut, während der heiligen Messe. Wenn man das dem Oberdiakon erzählt, aha, der ruft der Pfarrer an. Und so, Sie wollen sowas, Sie machen das immer. Nein. Ja, also Sie machen sowas, Sie beschäftigen sich damit, ja? Ja, mit Stehlen. Du bist ein verstohlener Kerl. Okay, Herr Hitzler. Gut, das freut mich. Das freut mich. Schauen Sie mal, wissen Sie etwas von Kryptowährungen? Na ja. Da beschäftige sich ganz viele, möchte gern Experte mit. Okay, und ich rufe dann den ganzen Tag hier. Oh. Verstehst du das? Okay, so Sie beschäftigen sich schon damit so. Nein, ich verstehe das nicht, weil das Sie machen einfach ich. Sich Spaß. Du verstehst überhaupt nichts. Ja, genau. Wo rufst du denn auch her? Nein, ich verstehe das, aber ich verstehe nicht, warum Sie so sagen. Wie von bitte? Wo rufst du an? Ich rufe Sie aus Österreich an. Wo leben Sie denn? Ich wohne... In Deutschland, ich ja? Wohne, das ist eine deutsche Telefonnummer. Ich wohne in Brasilien. Wie? So blöde Frage, wirklich? Was blöd. Meinen Sie da? Gibt es da auch so Kirche wie bei uns? Ah ja, der heilige Johannes. Ah, aha, hab ich verstanden. Können Sie mir etwas so sagen, nix. Mitteilen, wie lange leben Sie auch schon in Brasilien? Ja, 3 Wochen. Ach so, was machen Sie da? Urlaub. Ach so, wo haben Sie so viel Geld genommen? Aus dem Klingelbeutel in der Kirche. Wirklich? Ha, ja. In Brasilien? Nein, daheim. Ja, ich bin da einer kennengelernt auf der Reeperbahn. Ich habe ein paar Kapseln geschluckt und bin hier nachgeflogen. Da hätten Sie mal gut Geld gegeben für. Haben Sie das gestern gemacht, Herr Hitzler? Ja, in Brasilien zu Hause haben Sie das Geld so geklaut. Was sagen Sie denn? Bitte seien Sie nicht so, weiß nicht, nicht so dumm. Du bist dumm, sonst steckst du jetzt so eine Arbeit machen. Ich bin auch ein Mensch, die haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Seien Sie bitte nett, normal mit mir zu unterhalten, nein, ja? Nein, hast du gar nicht verdient. So was Verstohlenes wie dich habe ich noch nie gesehen. Nein, ich bin ein Mensch, ja, ich bin nein. Wie alt bin ich denn? Da, du bist ein Kriminell. Was? Nein.
Ich bin ein Kriminell, warum denn so? Nein, kennen der Sie Pfarrer. Mich? Haben Sie mit mir auch früher schon unterhalten? Was gefällt Ihnen denn nicht? Wenn Sie das Geld klauen in der Kirche, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann bitte lassen Sie Ihre Kontaktdaten auch nicht. So, Sie lachen jetzt auch. Ah ja, dein Gesicht gefällt mir nicht. Du hast eine Nase wie eine Hex. Und jetzt können Sie, Sie jetzt mit mir ganz normal unterhalten. Ich bitte Sie da. Nein, probier's doch. Du bist so hässlich wie eine Herr Nacht. Hitler, weiß nicht, wie Sie ich heißen. Bin eine Frau. Ich weiß nicht, wie Sie heißen. Weiß nicht Ihren Vor- und Nachnamen. Ja, Sie sind eine Frau. Gut. Ah ja. Aber Ihre Stimme lautet wie bei einem Mann. Gut. Ah, sag nicht solche Sache zu mir. So Frechheit ist das. Du hast eine Stimme wie Kettesäg. Okay, was hörst dich Sie jetzt an wie, hörst dich an wie 50 und dein machen, IQ ist auch nicht her. Ich will Geld verdienen, du blödes Stück. Verstehst du das? Auf welche Weise wollen Sie das Geld verdienen? Mit Bitcoin und Dogecoin. Ja, ich verstehe das, aber ich bleibe, ja genau, okay, und auf welche Weise wollen Sie das machen? Das musst du mir doch sagen, du bist doch der Berufsbetrüger. Sie haben mir gesagt, dass Sie haben auch die schon Erfahrung in diesem Bereich, ja, Sie haben sich damit schon beschäftigt und Sie wissen, wie das alles so durchgeführt wird. Bitte lassen Sie mir auch das wissen, wie Sie das alles gemacht haben, gut? Nein, ich muss ja wissen, ob du es auch weißt. Muss ich mal erst mal erzählen, was du mir anbieten kannst. Dann mache ich nicht nur der Klingelbeutel leer. Ich Ihnen... Ich habe Zugang zur Bank vom Vatikan. Ich kann das nicht anbieten, ja? Das ich kann da der Michelangelo rausschleppen. Gut, da muss ich aber gut bezahlen für. Weil mit der päpstlichen Schweizergarde, da ist nicht zu spaßen mit. Wenn die mich erwischen, dann muss ich wieder Schrankdienst machen. Gut, und? Was heißt hier na und? Na, du hättest dich wahrscheinlich freuen, wenn dich mal einer nah nimmt. Aber ich mag die Schweizer nicht. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich hab gesagt, du freust dich wahrscheinlich, wenn du wieder richtig rar genommen wirst. Wenn du das rar gestopft kriegst. Was mache ich? Gar nichts. Gut. Was kannst du mir denn versprechen? Wie viel kann man bei euch denn verdienen? Mehr sollen Sie nicht versprechen, ja? Ich verspreche Ihnen nicht. Und Sie sollen mir nichts versprechen, ja? Ah, alles doch. In Ordnung. Hölle Qual. Sie sind in Brasilien. Ah ja? Sie sind am Urlaub. Alles in Ordnung. Bleiben Sie bitte. Nein, Exorzisten verfolgen mich. Ist das verstanden? Exorzisten jagen mich. Exorzisten verfolgen mich. Gut, was machen Sie da? Ja, die wollen haben mal... Haben Sie den Teufel in Ihnen? Ja, die wollen mal der Asmodeus wegnehmen, aber den brauche ich noch. Oh Gott, das tut mir leid, wirklich. Doch, oh, so fast in ein paar Tagen, man feiert, normale Leute feiern schon auch Oster, ja? Und Sie wahrscheinlich werden zusammen mit einem Teufel schlafen, ja? Ah ja, ich muss ihn irgendwie beschützen, die wollen mal den wegnehmen. Oh, da sind... Ja, da so Cleo, ein armer Mann. Kannst du ja, mich verstecken bei dir? Kannst du mich bei dir in Russland verstecken? Können wir da abtauchen? Gott sei Dank, ich bin nicht in Russland, ja? Nein. Weil Russland, das ist einfach so das schlimmste Land in der Welt. Ja, das ist das Erste. Oh, sowas kann ich doch nicht sagen. Wenn, ja, genau. Deutsche, wissen Sie, deutsche Sprache für mich ist auch keine meine, so, das ist nicht meine Muttersprache. Ja, genau, das, hört das ist für mich eine Fremdsprache. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass ich aus Russland stamme, ja? Wo kommst alles du her? In Ordnung jetzt. Können Sie wahrscheinlich raten, nein. Wenn Sie sowas wollen. Nein, du hast gesagt, du bist nicht aus Russland, wo kommst du her? Oh Gott, oh nein, das tut mir wirklich leid, dass Sie sich sowas nicht raten. Ah, 100% nicht aus Russland, Gott sei Dank. Seien Sie bitte nicht. Soll ich nicht immer von Gott reden, wenn der Asmodeus das mitkriegt, der wird wütend. Leider kann ich Ihnen sowas nicht mitteilen, ich weiß das nicht. Ja, haben Sie das gehört? Sterbliche, wage es nicht, den Namen des Wesen X zu nennen.
bekenne dich zu Satan und dein Leben wird verschont werden. Ah, da war er wieder! Ah! Sterbliche, sprich mit mir. Ego et absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ah! Bist du noch da, du alte Hur? Hallo, hast du jetzt aufgelegt, alte Hur? Das gibt's ja nicht. Wird gerade Beschwörungsformel aufgesagt. Die sieben Teufel kommen dich holen. Alle miteinander. Da. Tego de Maria te ebias. Satanas. Novus ordo seculorum. Sterbliche. Paruski. Da. Sprich mit mir. Die ist weg. Ich hab's aufgelegt.